Hallo lieben Pilzfreunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hardcore. Tut ja keine Ahnung, wie viele Freunde mittlerweile. So, ich laufe jetzt erstmal zurück in unser Lager. Ich bin auch da. Mich noch kennt. Hallo. Ich habe extra da nicht gesprochen, wo es wahrscheinlich am krassesten geleckt hat, habe ich mir gedacht. Warum bist du hier aufs Vollbild raus? Ja. Also beziehungsweise rein. Nice. Ah, Redstone-Zeug kommt hier oben rein. Normales Redstone kommt da rein. Dirt. Ja, Dirt kommt da nicht rein. Dirt. Und jetzt nehme ich mir glaube ich noch. Nächstes Mal die Kisten unten, ne? Kacke. Ja, nicht egal, ich muss gleich immer runter. Okay. Dann ich werde. Ja. Was? Ich baue hier halt so voll krass den Berg natürlich so aushöhlen. Wo? Ja, auf der. Beim anderen Berg. Für wir haben noch sechs. Wir haben noch sechs TNT, gell? Ja. Bestimmt. Ich weiß. Die will ich eigentlich tatsächlich nicht nehmen. Ja, toll, dann kann ich eigentlich gleich wieder. Och, Mann! Alter, das fuckt mich gerade voll ab. Dass ich jetzt wie voll useless runter bin. Weil ich gedacht habe, hier ist noch ein Spitzhacke, aber nein, natürlich habe ich keine Spitzhacke mehr. Also muss ich wieder nach oben. Irgendwie unten. Aber bei der alten Base, oder? Nee, nicht bei der alten Base. Bei. Ins Lager. Nee, auch nicht. Bei der alten Kiste. Nee. Bei Aufzug. Der. Nee, bei. Beim Aufzug. Bei der Aufzugkiste. Ja, da dachte ich, dass da noch was ist, aber da war nichts mehr. So, im Werkzeug hier. Ist mit da der alten Kiste habe ich eigentlich die Kiste beim Zaubertisch gemacht. Ich weiß nicht, warum ich sie alt genannt habe. Okay. Aber nee, da meine ich auch nicht. Hä? Hey, was mache ich denn eigentlich? Ich bin komplett retarded. So. Okay. Ja. So, jetzt habe ich wieder was. So. Und jetzt kann ich eigentlich auch mal runtergehen. Also ich gehe jetzt bei dir vorbei, weil da drüben habe ich noch mein Wasser, wenn du das nicht weggemacht hast. Was ich nicht hoffe. Oh nee, es wird dunkel, oder? Ach, ja. Kannst du kurz leften? Dann gehe ich nämlich pennen. Ja, mehr sag mal, wenn du. Ich bin im Bett. Also warte. Jetzt habe ich gepennt. Kannst kommen. Ich habe übrigens gerade von in der Zeit vor der letzten Folge bis zur jetzigen, habe ich mal wieder meinen Nvidia-Treiber gewechselt, weil eigentlich haben die das im neuen Treiber gefixt, dieses Problem, was ich die ganze Zeit hatte. Haben sie auch, aber nur minimal. Das heißt, ich hatte immer noch Frame-Drops und deswegen bin ich jetzt einfach wieder zum alten Shader gewechselt und habe jetzt wieder schön FPS mit diesem krassen Ultra-Shader. Und das macht mich natürlich glücklich. So. Aber man muss dazu sagen, Nvidia hat momentan viel zu tun. Ja, aber keine Zeit für Treiber. Ja, die kommen sich eher um die neuen Modelle wegen AMD wieder so Fuß zu fassen. Yep. Naja, so. AMD haut ja auch bald Vega raus sogar. Vega? Also, ja, Vega, die neuen Grafikkarten. Ah. Die haben ja jetzt den Ryzen 9er rausgehauen vor kurzer Zeit, oder nicht? Die was bei Ryzen rausgehauen? Den 9er. Den 9er? 9er. 9. Ryzen 9. 9. Zumindest habe ich da irgendwas gesehen mit 9. Ich hoffe, das war die Nummerierung von dem. Also, was geleakt wurde, ist, dass es wohl noch krasse Prozessoren. Es geht jetzt um Prozessoren, ne? Krasse andere Prozessoren bald geben sollen mit irgendwie 32 Kernen und so. Ja, GG, ne? Was auch GG ist. Ah, schau mal, da ist meine unsichtbare Spitzhacke, die noch ein Ability hat. Danke. So. Also, sie ist immer noch da, Alter.
Das Schlimme ist, die versperrt halt einen Platz mit Inventar. Mich verarschen. So. So. Aber das Ryzen 9 kam, wusste ich jetzt gar nicht so genau. Also, so wie ich es gesehen hatte, könnte es sein, dass er jetzt raus ist. Ich bin mir nicht sicher. Also, ich will jetzt nichts sagen, dass er jetzt draußen ist, aber es könnte es sein. Ich habe da auf Instagram so ein Bild gesehen, aber das Ding ist, weil es war halt russisch und da war eine 9 und Ryzen. Und deswegen dachte ich dann, okay, vielleicht ist es Ryzen 9. Naja. Ja, doch. Das ist echt so. Nee, die gibt's noch nicht, nur die. Also, die wurden kommen, halt angekündigt, wahrscheinlich. Genau, die wurden angekündigt und es waren auch diese Leaks. Echt? Geil. Wahrscheinlich dann davon. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt. Das werden jetzt, denke ich mal, keine 32 Kerne sein. Okay. Und wenn, sind die 32 Kerne eh unbezahlbar. Wobei man sagen muss, so, dass man sich hier um einiges mehr freuen kann, wenn AMD die rausbringt, als wenn Intel die rausbringt, weil Intel die rausbringt, beziehungsweise teurer. Intel hat sie ja schon rausgebracht und so, die haben ja das schon. Aber halt nicht für die, wie es bei AMD jetzt zumindest im Leak so war, dass das bei 3 GB oder 3,1 GB sogar Base-Takt und 3,6 Boost-Takt war und das ist bei 32 Kernen total viel. Gigahertz, nicht Gigabyte. Gigahertz, ja, sorry. Und das ist halt wirklich extrem viel. Mhm. Ja. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber auch auf die Ryzen 9, was die dann bieten können. Ja. Aber generell das muss man sagen, lustig. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass AMD wieder back in the city ist. Weil halt, wenn überhaupt keine Konkurrenz da ist, dann hat Intel und Nvidia erstens keinen Druck. Ja. Und zweitens, und deswegen sind die Preise auch viel höher und halt kommen keine krassen neuen Sachen raus. Das ist auf jeden Fall nicht so gut für den Markt. Jetzt wird es aber wieder lustig. Für uns. Ja, für uns. Für die schon. Die können die Preise hoch machen, wie sie wollen. Ja, genau. Und AMD kommt jetzt wirklich sehr, sehr stark zurück. Ich glaube, das ist auch cool. Man muss auch sagen, dass AMD immer so die sind, die dann meistens den Anspruch haben, günstig zu sein. Oder also, was Preis-Leistung halt angeht, so. Ja. Im Vergleich zu Intel zum Beispiel. Deswegen habe ich ja auch einen AMD FX 8350. 8 Kerner. Ja. Aber trotzdem eine Nvidia-Grafikkarte, weil Nvidia-Grafikkarten halt geil sind. Wobei mittlerweile ja jetzt. Genau, wir hatten auch schon vor der Aufnahme so ein bisschen das so gesprochen, weil zum einen kommt Vega raus und zum anderen gibt es ja jetzt schon die 500er Modelle von RX, also von AMD. Und da ist zum Beispiel, also die 850, also RX 850, ist relativ gleich zur 1060 von Nvidia, also GTX 1060. Und da hat sogar in den meisten Spielen bei den Benchmarks ist AMD dort vorne. Abgesehen von Overwatch, da sind sie hinten. Aber sonst sind sie bei den meisten Spielen wirklich vorne und jetzt nicht irgendwie nur um 1-2 FPS. Und ich glaube, das wird jetzt Nvidia auch sehr, sehr Druck machen. Ja. Wobei Nvidia hat schon was getan. Sie haben jetzt neue Modelle von GTX 1060 und 1080. Das finde ich ja auch immer wieder lustig, wenn sie alte Modelle einfach überarbeiten. Ich würde mich so als Typ, der ein altes Modell noch von den 60ern und so hat, so voll verarscht fühlen. Von den 60ern. Alles ja so. Achso, nein. Von den 60ern, gell? Nein, ich meine von den 1060ern. Hab ja, ich wusste so die ersten 3-4 Sekunden so, hey, was meinst du jetzt? Von den 60ern. Ja, das stimmt. Wobei, momentan fühlen sie sich noch nicht so verarscht, weil die neuen nicht wirklich viel besser sind. Aber halt dafür irgendwie 100 Euro mehr kosten. Ja, dann ist also natürlich die wird sich momentan noch niemand kaufen. Ich hoffe, dass es sich das ändert. Und das muss sich auch ändern, wenn sie weiterhin von der Qualität hier ganz oben dabei sein wollen. Weil wenn es nicht tun sollte. Ach, schau mal, du bist da.
Hast du zufällig Holz dabei? Weil ich wollte jetzt gerade hochkommen. Nee. Och, skandalös, Alter. LOL. So, weil ich brauche jetzt Holz, weil du kannst auch gerne mal dort hinten durchlaufen und das alles einsammeln. Okay. Wenn du dein Inventar voll mündest. Ja, dann. Ja, wir brauchen das. Das ist wichtig. So, weil mein Inventar ist voll und ich hole jetzt kurz aus. Also, Holz für Kisten. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, fast 7 Stacks Sand gefarmt jetzt in der Zeit. Okay, gut. Wo wir jetzt so ein bisschen über AMD und Intel geredet haben. Alter, ich komme hier raus und werde des Todes geblendet erstmal. Weil da hinten die Map nicht lädt. Aber eigentlich ist das halt schon krass, weil bei den meisten sonst anderen Sachen, wie auch wenn man jetzt zum Beispiel von RAM oder so spricht, gibt es halt, also klar, es gibt immer die 5 Millionen Leute, die das herstellen. Ganz vorne dabei sind zum Beispiel Corsair oder G-Skill. Ja, G-Skill habe ich auch 4 Stück drin bei mir. 4 Stück, 4 Vierer? 4 Vierer, ja. Okay. 4 G-Skills. Oder was gibt's noch? Es gibt auf jeden Fall viele Big Cried nicht. obwohl, die fächern sich momentan breit auf. Aber die machen vor allem Lüftung und so. So, ich mache erstmal das hier weg. Von den 16 GB, die ich habe, habe ich 12 Minecraft zugewiesen. Und ich benutze durch 300 MB. Aber das ist halt für Mods ganz gut. Was ich da sagen wollte, ist halt dann schon krass natürlich. Es gibt halt nur 2 Grafikkarten und 2 Prozessorhersteller, beziehungsweise klar, für Handys gibt es noch Qual. Ja, klar. Whatever. Ja, sowas, aber jetzt wirklich so richtige Hersteller für GPUs und CPUs gibt es halt so ziemlich gar nicht, außer den beiden. Oder eigentlich gar nicht so. Eigentlich. Sony hat früher noch welche selber hergestellt für ihre Playstations. Ja, genau, Playstations. Aber sonst, ich weiß nicht, ob die das immer noch machen. Ich glaube nicht. Aber das ist halt schade eigentlich, weil es wird zum einen den Anbietern viel, viel mehr Druck machen. Finn, lass eine Firma machen. Lass eine Firma aufmachen und wir stellen Prozessoren her. Okay. Dann. Ja, das machen wir easy. Kann ich für eine gute Idee. Prozessoren auch gerne gleich GPU bemalen, so wie AMD. Oh ja, easy. Wir tun dann so richtig geile, stylische AMD-Grind-Lüfte dann so draufhauen. Ach, richtig, mit Beleuchtung und allem. Eigentlich ist es so vollkommen egal. Ist so. Weil Nvidia und so ja eh immer die Founders Edition haben. Und die Leute von MSI, Asus und so sich halt das dann immer snacken und einen Custom-Kühler drauf machen. Ich habe mein Inventar geleert und ich brauche Holz. Okay. Oh nein, es wird dunkel. Ich brauche doch kein Holz, weil wir haben noch 7 Kisten. Ja, wir haben noch, Hab mal 4 mitgenommen. Sehr gut. Also, aber auch so. Freut mich jetzt auf jeden Fall, dass hier wieder ein bisschen was passiert war. Ich meine, man sieht es ja auch bei Grafikkarten von GTX sieht man es gar nicht so krass, dass die Preise niedriger werden. Aber das muss man auch sagen, dass GTX wahrscheinlich sich mehr angestrengt hat als, also was ist mehr angestrengt? Halt, ja doch schon, als Intel, weil Intel hat sich schon halt gedacht, ja, AMD ist jetzt halt nicht da, da können wir uns gönnen. Und da hat man es jetzt gemerkt, dass halt alle Preise natürlich runtergingen und so. Jetzt zuschlagen! Ja. Ach, ich wollte da gar nicht hin, Mann, ich wollte noch. Haben wir noch Dark Oakwood? Nee, haben wir nicht. Scheiße. Ich gehe Dark Oakwood fahren. Na, wir brauchen noch ein bisschen was. Wobei von Intel jetzt auch nicht so krasses angekündigt wurde. Klar, es kommt Coffee Lake, wird das vielleicht früher kommen. Also. Aber Coffee Lake war jetzt auch nicht so das, glaube ich, was irgendwie so extrem vielversprechend war. Und vor allem, also wie es ja momentan ist, ist das eindeutig Intel zu momentan Gaming einfach wahrscheinlich besser ist, weil sie halt mehr Gigahertz haben. Ja. Ja, wobei, also meine momentane CPU hat ja auch 4 Gigahertz. Allerdings ist sie halt die alt. Relativ. Ja. Und die ganzen neueren haben weniger. Hm.
Achso, ja. Ich habe gerade eben von Intel gesprochen. Ja, ich weiß. Ja, die AMD haben jetzt aber auch nicht viel. Die neuen. Also, wie du jetzt gesagt hast. Nein, die AMD. Ja, die AMD, die. Ja, es stimmt vielleicht. Nur du hast ja 8 Kerne. Ich habe 8 Kerne, ja. Aber keine. Keine. Aber nur 8 Threads. Also, jetzt. Das ist ja nicht sowas wie Hyperthreading, wobei ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie Hyperthreading bei bei AMD heißt. Deswegen sage ich jetzt Hyperthreading. Also dass einfach das einen virtuellen zweiten Kern immer hat. Ja, ja. Und damit ist es nicht unbedingt weniger, wenn man sagt, dass dass eine Ryzen 1800X 4 GHz auf 16 Kerne hat. Oder? Das ist schon eigentlich. Hey, hast du jetzt gerade gesagt 4 GHz? Ja. Ja, hey, dann geht's doch. Ich dachte gerade, wir sind unter 3. Unter 4. Weil wenn es unter 4 wäre, wäre es nicht so viel. Ja. Nur selbst bei unter 4, bei der 1700, die kann zum einen auf 4 GB übertakten. Und das ist halt trotzdem. Hast du wieder Gigabyte gesagt? Halt Gigahertz übertakten. Und dann. Sind es halt auch wieder eigentlich 16 Kerne sozusagen. Aber ja, auf jeden Fall bei Intel ist es so, dass sie ja vor allem momentan 4 Kerne haben mit Hyperthreading auf 8. Und das ist halt fürs momentane Gaming wahrscheinlich dann stärker, weil sie halt mehr Gigahertz für jeden einzelnen Kern haben. Ja. Aber halt, wenn man in die Zukunft schaut, dann sind halt mehr Kerne umso besser und damit auch das, was AMD momentan tut. Was mach ich denn? Und ich wollte doch irgendwas anderes sagen, aber ich lasse es jetzt einfach dabei kurz. und da muss natürlich dann jetzt Intel sehr aufpassen, dass sie da jetzt auch mehr Kerne raushauen und nicht bei ihren 4 Kernen für also klar, sie haben mehr als 4 Kerne, aber die mehr als 4 Kerne haben, sind halt nicht mehr für den normalen Nutzer bezahlbar. So. Ja, das stimmt. Oder halt nur sehr schwer. Vor allem die Server-CPUs, Alter, mit den 32 ja, klar, Kernen oder so. Das kann kein Mensch bezahlen. Und man muss sagen, bei den 32 Kernen, ich glaube, das war irgendwie 2, irgendwas Gigahertz. Ja. Und für 3000 Euro oder so. Na, wo es waren keine 3000 Euro, es waren 1800 oder so. Ja, aber die gehen trotzdem schon hoch, die Preise. Also, die gehen. Und selbst da will ja jetzt AMD auch wieder hier was dann rausbringen, was mehr Gigahertz hat. Also, die kriegen jetzt auf jeden Fall sehr viel Konkurrenz. also da hoffe ich auf jeden Fall von Intel, dass sie jetzt neue CPUs mit mehr Kernen raushauen. Weil wenn sie es nicht tun, haben sie in ein paar Jahren das Problem, weil dann braucht man mehr Kerne, um wirklich so die neuen Spiele gut zu spielen. Also das erwarte ich auf jeden Fall von ihnen und von Coffee Lake, glaube ich, hieß es nicht, dass es so wirklich ist. Das ist so krass, was machen. Mhm. Ich glaube, wobei ich habe auch gehört, dass Coffee Lake so ein bisschen natürlich sich abspickt von Ryzen jetzt. Dass sie einfach das gleiche wie Ryzen bieten. So. Ja, easy. So, was ja auch okay ist, dann gibt es einfach eine Alternative. Aber natürlich Intel, so wie sie es momentan machen, sollten sie, glaube ich, auf jeden Fall sehr aufpassen und wieder ein paar Sachen dann raushauen, die sehr, sehr gut sind und die AMD vielleicht noch nicht hat. Weil dafür steht Intel, dass sie einfach das Bessere bringen, aber halt auch teurer so. Ja. Und das können sie jetzt wahrscheinlich bald nicht mehr bieten. Nicht so wirklich, nee. Das Ding ist, wir haben jetzt schon, wir haben es richtig festgelabert und sind jetzt bei 20 Minuten. Ja, aber wir hatten ein Thema, weißt du? Ja. Also ein paar werden richtig schnell abgeschaltet haben, weil sie sich gedacht haben, Alter, ich weiß eh nicht, über was ihr redet, juckt mich nicht. Genau. Aber ich meine, wir haben halt 20 Minuten rumgekriegt. Genau. Auch wenn ich fast nur dich reden lassen habe, weil ich von den neuen Werten momentan noch nichts weiß. Ich habe mir die noch nicht angeguckt. Hatte bisher keine Zeit. Also ich werde es mir auf jeden Fall noch machen, weil mich das sehr interessiert. Und das immer mega geil ist. Nein! Oh, Alter! Eine schlechte Sache kann ich noch so sagen. Das gibt es natürlich momentan, wenn man Ryzen kauft, ist das BIOS. Weil... Achso, ja. Bei denen. Also und da kann man wirklich sagen, dass es an Ryzen liegt, weil da nicht unbedingt die
die Macher von den Mainbots dann schuld sind. Und zwar momentan ist es so, dass nur 2400 DDR4 möglich ist. Also es ist kompatibel mit mehr, aber im BIOS kann man nicht mehr als das einstellen. Und das ist gerade auf einem 8-Kerner problematisch. Ja. Andererseits muss man sagen, die Werte, die momentan gemacht wurden, sind damit gemacht worden. Heißt, wenn ja, dann ist schon mal, dann ist halt trotzdem hat, noch saukrass. Und dann müsste ja eigentlich sogar die Werte sogar noch besser werden. Ja. Das ist natürlich auch wieder cool. Vielleicht werden ja dann die Werte wirklich mal so, wie sie Ryzen, wie sie AMD in den Benchmarks damals geleakt hatte. Das wäre ja richtig cool. Ja. Mal sehen, was so in der Zukunft abgeht. Ja. Ja. Nein, jetzt bin ich da reingesprungen. Zum Glück habe ich die Folge relativ gut rumgekriegt. Ja, ich wollte eigentlich auch schon gerade. Genau, du wolltest gerade abmoderieren. Genau. Ja, deswegen Leute. Wollte ich gerade ein bisschen weitermachen. Okay. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine Post und Werbung da. Wir würden uns freuen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wobei, ihr könntet eigentlich auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von AMD und Intel haltet. Wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, dann. Ciao. Und von Asus. Ciao. Alles klar. Keine Ahnung, warum von Asus.